Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Es ist endlich mal wieder an der Zeit, ein Top 5 Tabak Video rauszubringen. Deswegen jetzt unsere gesammelte und jeweils unsere Top 5 Tabaksorten, die wir im Moment absolut am liebsten rauchen. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder mit unserer Top 5. Ich denke, es war lange, lange überfällig, das Video. Deswegen, wie gesagt, jetzt wieder unsere Zusammenfassung, was unsere Top 5 Lieblings-Shisha-Tabaksorten sind, die wir im Moment einfach die ganze Zeit wegsuchen können. Ich fange an mit meinem Platz 5 und das ist eine Kombination aus gleich zwei Sorten, von denen man nicht denken würde, dass sie in der Kombination schmecken können. Es geht um den Dry Sahara von Somo, was ein Eiskaffee-Tabak ist, in Kombination mit dem Strong Red, was ein Erdbeer- und Rhabarber-Tabak ist. Man denkt erstmal, wenn man das hört, oh mein Gott, das kann absolut nicht schmecken und ich hätte das wahrscheinlich auch niemals probiert, wenn ich der liebe Jakob aus dem Wolke 7 Shisha-Shop in Rottgau das nicht einfach mal gebaut hätte und ich es probiert habe und ich mir einfach nur dachte, wie kann das bitte schmecken, Eiskaffee mit Erdbeer und Rhabarber zu mischen. Aber es schmeckt extrem gut, ich rauche es mega gerne. Es ist für mich die perfekte Sorte, die man so am Wochenende nach einem ausgiebigen Frühstück dann vormittags, mittags langsam anfangen kann zu rauchen. Einfach extrem lecker, gewohnt von Somo, mega intensiv und ich finde es einfach extrem geil und deswegen mein Platz 5. Mein Platz 5 ist der VIP Delicious. Was soll das Ganze sein? Es ist eine Kiwi- und Mentholnote. Ich feiere den Tabak extrem. Ich habe davon einige Dosen weggeraucht und mittlerweile muss er auch immer im Tabakschrank einfach vorhanden sein. Ich rauche ihn wirklich nur ab und zu, aber trotzdem ist es ein sehr, sehr ausgewogener und doch eher bemerkenswerter Tabak, da ich einfach gar nicht so auf Kiwi stehe. Trotzdem auf jeden Fall mein Platz Nummer 5. So, mein Platz Nummer 4. Es sind wieder gleich zwei Sorten, bei denen ich mich einfach nicht entscheiden konnte, welcher deinen Platz 4 belegen soll. Es sind zwar sehr, sehr ähnliche Sorten und deswegen dachte ich mir, gut, dann können die sich auch mit gutem Gewissen den Platz 4 teilen. Es handelt sich um den Kashmir Cherry und Kashmir Peach von Tangiers. Falls ihr Tangiers nicht kennt, es ist ein relativ starker, intensiver Dark Blend aus den USA, der einfach sehr, sehr besonders ist. Die Kaschmirnote kann ich eigentlich nur beschreiben, indem ich sage, es geht so Richtung Räucherstäbchen. Es ist was ganz Besonderes. Man muss es einfach geraucht haben, um zu wissen, wovon ich da rede. Ich denke, die Leute, die das schon mal gerochen und geraucht haben, können mir da vielleicht beistimmen bei Räucherstäbchen. Ansonsten packt gerne mal eine bessere Beschreibung unten in die Kommentare. Aber die Cherry und auch die Peach-Note kommen so unglaublich gut rüber, wie das bei wenigen anderen Tabaksorten so der Fall ist. Deswegen mein Platz 4. Mein Platz Nummer 4 ist der CV oder Cavalier Gaza, je nachdem, worunter man das noch kennt. Es ist auf jeden Fall eine sehr leckere Lychee mit Blaubeerennote. Ja, eben auch ein Tabak, der bei mir unheimlich oft geraucht wird. Also es ist definitiv nicht ein Tabak, den ich öfter mal nacheinander rauchen kann, weil er doch sehr intensiv ist, aber trotzdem hat er einfach diese gewisse Note, die einen immer wieder dahin bringt, ihn zu rauchen. Er ist auf jeden Fall was Ausgefalleneres, gefällt mir aber ziemlich gut und deshalb auf Platz Nummer 4. Der nächste Tabak auf meiner Liste ist der Hukain Punani. Eine sehr, sehr geile Mischung aus exotischen Früchten und Minze und Menthol. Die Mentholnote ist mir nicht ganz stark genug, deswegen mische ich da ganz gerne noch irgendwie ein bisschen Cold Death oder irgendeine andere Minze dazu. Aber wirklich ein extrem geiler, exotischer Fruchtmix und deswegen auch mein Platz 4. Mein Platz Nummer 3 ist ein Tabak, den ich sehr oft geraucht habe, der eigentlich auch mit einem der meistgerauchtesten Tabak mittlerweile auch abgelöst hat, weil er einfach so geil ist. Es handelt sich um den 187 Green Grizzly. Was soll das Ganze sein? Es ist eine Birne- und Mentholnote, die einfach wirklich sehr lecker ist und deshalb auch immer so oft geraucht wurde. Es war langer Zeit einer meiner Lieblingstabaksorten bzw. auch unserer Lieblingssorten. Und ja, mittlerweile wurde er abgelöst, deshalb auf Platz Nummer 3. Auf meinem Platz Nummer 2 ist direkt wieder eine weitere Sorte von Somo. Die haben sich ganz schön krass in meine Top 5 geschlichen, dafür, dass ich die am Anfang gar nicht so krass auf dem Schirm hatte. Es handelt sich bei meinem Platz 2 um den Strong Orange. Und dazu muss ich sagen, dass ich normal Orange gar nicht gern rauche. Und der Strong Orange von Somo hat mich einfach dazu gebracht, dass ich Orange auf einmal doch extrem gerne rauche. Wann auch immer ich nicht den Platz 1 rauche, ist es meistens der Somo Strong Orange. Ich finde, die Orange ist so authentisch getroffen wie in wenig anderen Orangentabaksorten. Und mit der Strong Minze noch dazu finde ich das einfach extrem geil. Vielen ist die ja ein bisschen zu stark bei dem Strong Orange. Da ich aber generell sehr, sehr gerne mit viel Minze rauche, macht das mir auf jeden Fall nichts aus.
Deswegen auf meinem Platz 2 der Strong Orange. Mein Platz Nummer 2 ist ein Tabak, den einige Leute mögen, aber auch einige Leute gar nicht verstehen werden, warum ich denn ihn auf Platz Nummer 2 packen konnte. Es handelt sich um den Mad Mouse Eisbonbon Hardcore Nana. Es ist auf jeden Fall eine unheimlich geile Pfefferminznote, die aber eher in so Richtung Bonbons geht. Also es ist definitiv so eine Wivel-Bonbons-Note, die mir aber trotzdem ziemlich gut gefällt. Mittlerweile habe ich schon wirklich einige Kilos davon weg und ich feiere den brutal. Du kannst es absolut nicht verstehen. Gar nicht. Aber es wird viele Leute geben da draußen, die einfach genau verstehen, warum mir der zum Beispiel so gut schmeckt. Weil er einfach sehr gut getroffen ist und trotzdem sehr, sehr frisch ist. Und das gefällt mir am besten. Auf unserem gemeinsamen Platz 1 befindet sich eine Sorte, wo sich viele Leute jetzt schon denken können, klar, dass er bei den Jungs auf der Top 1 ist. Es handelt sich um die wahrscheinlich zweitmeistverkaufteste Tabaksorte überhaupt. Und zwar um einen Traube-Minze, aber nicht um irgendeinen, sondern um eine schwarze Traube mit einer Nana-Minze dazu. Wir finden beide extrem geil. Wir haben schon etliche Kilos davon weggeraucht. Allein ich habe dieses Jahr schon über 3 Kilo verraucht, du wahrscheinlich auch 2. Und an meinem Geburtstag letztes Jahr haben wir auch eine ganze Dose an einem Arm gekillt. Also von dem Tabak können wir einfach nicht genug kriegen. Man kennt das ja, manchmal hypt man einen Tabak und nach kurzer Zeit hat man ihn satt. Ich hatte auch lange, lange Zeit Angst davor, dass mir das bei dem Tabak passiert. Ist aber zum Glück bis heute nicht passiert. Und ich muss gar nicht drüber nachdenken. Es war einfach sofort klar, was auf Platz 1 ist. Der Platz 1 bei uns beiden ist ja relativ klar. Ihr habt es auch bestimmt schon in den Streams gesehen oder in Stories auf Instagram, wie auch immer. Ihr wisst es eigentlich schon. Wir haben davon einige Kilos verraucht und es handelt sich natürlich um den Nameless Black Nana. Jo Leute, das war auf jeden Fall unsere Top 5. Wie immer, schreibt gerne mal eure unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG. Ciao. Yeah.